schwäbische Dorf an der Landesgrenze so besonders macht, das haben wir versucht herauszufinden. Ein ganz normaler Tag in Niederaudorf. Die Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Bald ist es Mittagszeit und es ist nicht viel los auf der Straße. Nur ein Traktor fährt vorbei. Eingebettet in Postkartenidylle liegt das 1300 Seelendorf an der Landesgrenze mitten in den Bergen. Niederaudorf, eigentlich eines von vielen Dörfern. Und dennoch unterscheidet es sich in einem Punkt von allen anderen. Es ist ein goldprämiertes Dorf, ausgezeichnet als eines der schönsten in der Bundesrepublik. Den Grund für die 3 Goldmedaillen im Bezirks-, Bundes- und Landeswettbewerb und die Auszeichnung als schönstes Dorf sieht Bürgermeister Hubert Wildgruber vor allem im harmonischen Dorfleben. Das Herausragende ist halt, weil in Niederaudorf noch viele Familien da sind, die einfach auch gut funktionieren. Das ist, wenn ich mir das anschaue, wie da die Enkelkinder mit ihren Opas und Omas umgehen und umkehrt, das ist einfach bärig. Oder wenn halt irgendwelche Veranstaltungen sind, da gibt es keinen Unterschied zwischen alt und jung, da gehen alle hin. Einen großen Anteil daran hat auch das Kloster Reisach. Viele Impulse dringen über die Mauern hinein in das kleine Dorf. Seit dem 18. Jahrhundert bewahrt das Karmelitenkloster die Geschichte des Golddorfes. Zweimal im Jahr veranstaltet Pater Bruno gemeinsam mit den Dorfbewohnern ein Klosterfest. Gemeinschaft durch den Glauben spielt hier in Niederaudorf eine wichtige Rolle. Doch es ist auch dieser bodenständige Charakter, der die Einwohner und ihren Ort auszeichnet. Die Leute sind nicht kompliziert, sie sind einfach, sie sind sehr freundlich, aber die sind auch direkt, die sagen einem, was schön ist, aber auch was nicht passt. Und ich glaube, das ist eine Echtheit hier. Eine Ehrlichkeit, die wohl dem Lebensstil entspricht. Hier bleibt die Kirche im Dorf, durch das Familie Pichler regelmäßig ihre Kuhherde treibt. In Kombination mit dem Tourismus sehe sich Niederaudorf auch für die Zukunft gerüstet, meint Landwirtin Anna Pichler. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie auf dem Leintaler Hof am Rande Niederaudorfs. Niederaudorf steigt natürlich durch die Goldmedaille und es wäre auch für die Kinder sicher schön sein, dass sie sagen können, wir haben Niederaudorfer. Wir erhoffen uns natürlich, dass der Tourismus ein bisschen angekurbelt wird, weil wir leben ja auch von Tourismus. Also wir haben Gaststätten, wir haben Pensionen und wir bei unserem Betrieb Urlaub auf dem Bauernhof. Und da hoffen wir schon, dass sich ein bisschen mehr tut. Wir leben ja auch davon, wir haben das als Zusatzeinkommen zu unserer Landwirtschaft neben der ökologischen Bewirtschaftung und wir möchten ja auch die Höfe für unsere Kinder erhalten. Für Familie Pichler hat sich bisher nichts geändert. Man bleibt bodenständig und geht dem gewohnten Alltag nach. Sohn Martin wird wohl in Zukunft den Hof übernehmen. Bis dahin hilft er fleißig mit. Auch wenn Niederaudorf nur die kleine Schwester von der deutlich größeren Nachbargemeinde Oberaudorf ist, zeigt man sich selbstständig. Ein eigener Einkaufsladen, Bäckerei, Metzger und sogar ein Kindergarten sind Zeugnis einer guten Infrastruktur. Nur zur Schule müssen die jungen Niederaudorfer in die Nachbargemeinde. Doch auch hier hat man fleißig mitgeholfen, das auf den ersten Blick unscheinbare Dorf in ein Golddorf zu verwandeln. Wir haben ein Malbuch gemacht, wo jedes Kind mit seinen eigenen Augen Niederaudorf gesehen hat und gemalt hat. Und die Kuh Mu, unsere Hauptperson, ist durch jedes Bild marschiert und führt den Leser dieses Malbuchs durch Niederaudorf. Und immer eine zweite Seite ist da, wo die Touristenkinder oder ja, kleine Kinder, die gerne malen, Erwachsene, die gerne malen, das Ganze ihren Eindruck wiedergeben können. Bei 3 Goldmedaillen auf dem Weg zum schönsten Dorf sind sich alle einig. Das ist eine Sensation. Auf alle Fälle, oder? Ja! Ja. Und spricht man mit den Niederaudorfern, zeigt sich schnell, dass hier wirklich noch etwas lebt, was vielerorts verloren gegangen scheint. Freude am Leben und vor allem eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Als die Kommission das letzte Mal nach Niederaudorf kam, war für den Metzgermeister Magnus Waller klar, er muss etwas Besonderes tun.
Sollte Niederaudorf wirklich zum schönsten Dorf der Bundesrepublik gewählt und das dritte Mal mit Gold ausgezeichnet werden, macht er seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag. Jedoch nicht ohne Hintergedanken. Ich hätte aber gehofft, dass sie Nein sagt. Weil wenn sie Nein gesagt hätte, dann hätte sie den Brunnen schmeißen dürfen. Und bevor sie gefragt hat, ist ihr alles abgenommen worden, was elektrisch war, war kaputt gehen können. Weil wir haben schon darauf gewartet, dass sie eine hätte schmeißen dürfen, Brunnen. Aber ich hab's doch nicht dürfen und jetzt ist es halt ein Jahr geworden. Und jetzt sind wir soweit. Niederaudorf hat Gold geholt und Magnus ist jetzt verlobt. So gilt für das kleine Dorf an der Landesgrenze nun, das Erreichte zu bewahren, um auch in Zukunft durch Natürlichkeit und Idylle zu beeindrucken. Morgen wird in Ganzbruckmühl